Jo Leute, was geht? Krachertube ist wieder back am Start. Ich hoffe, ihr seid bestens ins neue Jahr gestartet und freut euch schon auf das kommende Jahr mit meinem YouTube-Channel. Heute soll es mal darum gehen, was 2018 alles passiert ist, also einen kleinen Rückblick und was ich für 2019 vorhab. 2018 kam, wie man wahrscheinlich gemerkt hat, eher weniger Videos. Ich habe, glaube ich, höchstens 12, 14 Videos oder so überhaupt gemacht. Was aber vielleicht auch aufgefallen ist, dass die natürlich qualitativ hochwertiger waren als die Videos davor und ich da viel mehr Arbeit reingesteckt habe. Ich habe mir dieses Jahr viel Equipment zugelegt und an allererster Stelle steht natürlich meine Kamera. Wie man wahrscheinlich auch in den Kurzfilmen und Videos, die ich sonst so produziert, gemerkt habe, ist das Bild um einiges besser. Und eben, ich investiere auch jetzt mehr Zeit in Grading, damit die Farben ein bisschen besser aussehen. Und ich habe 2018 auch eigentlich ziemlich viel aufgenommen mit meiner Kamera, auch von Reisen und so. Das wird aber alles erst 2019 kommen, weil ich 2018 nicht so viel Motivation oder Zeit hatte, das alles zu schneiden. Und es wird aber, wie gesagt, auf jeden Fall 2019 alles kommen, weil 2019 will ich wieder richtig aktiv anfangen mit YouTube. 2018 war für mich insgesamt schon ein ziemlich geiles Jahr, also privat und auch schulisch. Natürlich sind auch abgefuckte Scheiße passiert, wie natürlich jedem wahrscheinlich, aber insgesamt war es ziemlich geil. Und eben, ich war viel unterwegs, habe da auch viel Aufnahmen, wie gesagt, gemacht. Ich will jetzt 2018 wieder jede Woche versuchen, ein Video rauszubringen. Da ich die Schule gewechselt habe, habe ich jetzt einen Alltag. Ich habe mehr Zeit für die YouTube-Videos und ich denke, dass ich das auch erstmal eine Zeit lang durchhalten werde, jede Woche ein Video zu bringen. Es kann natürlich sein, dass ab und zu wegen dann doch ein bisschen Schulstress mal nichts kommt. Aber eigentlich habe ich geplant, immer was rauszuhauen. Was auf jeden Fall 2018 passiert ist, ist, dass ich viel Abonnenten dazu bekommen habe, obwohl ich eben wenig Videos produziert habe, was vor allem an diesem kostenlos Filme gucken Video liegt. Ich habe da, wie ihr sicherlich gesehen habt, nicht viel Arbeit reingesteckt oder so und es hat trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und eben solche Videos habe ich halt produziert, um Aufmerksamkeit zu generieren und dass da vielleicht auch Leute das Video anklicken und dann auch so auf meinen Kanal kommen, meine anderen Videos sehen und so zu aktiven Zuschauern werden. Das hat insgesamt, glaube ich, jetzt nur zweimal oder so geklappt. An dieser Stelle geht an Salah Alawi raus. Keine Ahnung, wie man deinen Namen ausspricht, tut mir leid, aber freut mich, dass du anscheinend aktiv meine Videos guckst und zu mir gefunden hast. Eben, das war eigentlich der Plan und ich hoffe, dass das auch noch bei einigen Leuten passiert. An der Stelle geht natürlich auch noch Grüße raus an Paulver, der mich als Kameramann im letzten Jahr viel unterstützt hat. Und wenn alles klappt, kommt auch noch mit einem anderen Kollegen nächstes Jahr ein Kurzfilm, in den ich mit ihm sehr viel Zeit investiert habe bis jetzt, raus. Und es werden insgesamt viele coole Projekte kommen, also freut euch da schon mal drauf. Apropos coole Projekte. Wenn ihr Videovorschläge habt, ballert die einfach mal unten rein. Oder falls ihr insgesamt irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Vielleicht kommt auch bald wieder mal ein Kommentare-Kommentieren-Video. Und wenn ihr eben auch von diesem Video mit viel Aufmerksamkeit kommt und euch noch Sachen wünscht, die ich zeigen könnte, also irgendwelche Tutorials, die euch interessieren, dann
schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Auf ein geiles Jahr 2019. Bis dann. Haut rein.